Produktrückruf aktuell Februar 2021. Achtung! Edeka und Marktkauf rufen diesen Reis zurück. Edeka und Marktkaufkunden aufgepasst. Die Krein Hopp und Kluge GmbH und Co. KG warnt aktuell vor einem Reisprodukt und ruft dieses zurück. Demnach ist der Sushi-Reis mit Glassplittern verunreinigt. Dieser Artikel ist vom Rückruf betroffen. Wegen einer möglichen Verunreinigung von Sushi-Reis mit Glas hat die Firma Krein Hopp und Kluge in Olten bei Verden, Niedersachsen, einen Rückruf gestellt. Der Artikel sei bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten worden. Produktrückruf im Februar 2021. Edeka und Marktkauf rufen Sushi-Reis zurück. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes sei Minchu Sushi-Reis in der 500-Gramm-Packung allein mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.2022 betroffen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend weiter mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Glasstücke in einzelnen Sushi-Reispackungen befinden. Reisrückruf aktuell. Edeka und Marktkaufkunden bekommen Geld zurück. Die betroffene Ware wurde vorsorglich aus dem Verkäufer. Könnten das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in den jeweiligen Geschäften zu. Andere Produkte des Herstellers sind von dem Rückruf nicht betroffen. Sollten Sie Fragen zum Reisrückruf haben, können Sie sich an den Kundenservice unter der kostenfreien Rufnummer 0800 333 5211 von Montag bis Sonntag von 8 bis 20 Uhr oder per E-Mail info@edeka.de wenden. Reisrückruf bei Edeka und Marktkauf. Gesundheitsgefahr durch Glassplitter. Durch die Glassplitter in dem Sushi-Reis besteht eine Verletzungsgefahr. Für Glassplitter können zu Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie im schlimmsten Fall zu inneren Blutungen führen. Folgen Sie news.de schon bei Facebook und YouTube. Hier finden Sie brandheißen News, aktuell Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion. fkalognews.de/deutsche Presse.